Wenn man wissen will, wie abgehoben die Aktienmärkte der Wall Street inzwischen von der Realwirtschaft sind, dann war der heutige Handelstag ein wunderbares Beispiel, um das mal zu illustrieren. Denn wir haben ein katastrophales Verbrauchervertrauen bekommen. Totaler Einbruch aus zwei Gründen, dazu gleich mehr. Aber die Wall Street, die sagt, who cares? Das ist nicht unser Thema. Wir steigen einmal ran, sehen spannend auf ein Allzeithoch. Ja, es sind minimale Umsätze heute. Es sind minimale Pluszeichen, wenn überhaupt. Aber die anderen Märkte haben reagiert. Nur der Aktienmarkt hat nicht reagiert. Wer hat recht? Das wird die große Frage sein. Aber schauen wir uns die Dinge im Einzelnen mal an. Es gab, wie gesagt, heute das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Sonst war jetzt nicht so viel los, ne? Aber das war interessant, denn die Amerikaner, die sind geradezu depressiv geworden. Das war die schlechteste Stimmung seit dem Jahr 2011, also seit 10 Jahren, muss man sich mal vorstellen. Und das aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, die Amerikaner haben gehofft, dass die Corona-Krise endlich einmal fertig hat, aber ist nicht so. Also die Hoffnung war, dass eben diese ganze Geschichte mal endet. Und jetzt sieht man, dass die Dinge offenkundig weiter schwierig sind. Texas etwa muss schon Personal aus anderen Bundesstaaten heranziehen, weil man mit den bestehenden Kapazitäten nicht mehr hinkommt. Also ist man enttäuscht seitens der Amerikaner, dass eben diese Geschichte immer weitergeht, kein Ende zu finden scheint. Man hatte gehofft, mit den Impfungen sei das Thema durch, ist aber nicht der Fall. Die Impfquote der Amerikaner, die anfangs sehr, sehr hoch war im Vergleich zur Restwelt, weil man eben auch frühzeitig den Impfstoff hatte, ist man fällt in der Tabelle immer weiter zurück, was das betrifft. Jedenfalls, das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist der, dass die Leute schlichtweg über steigende Preise jammern und die Löhne steigen nicht so mit. Das heißt, die Leute haben aktive Kaufkraftverluste, sie können weniger konsumieren. Und das kam auch hier zum Ausdruck, dass erstens viele Leute eben sagen, also hier Home Prices, Autofahrzeuge, all diese Geschichten, viel, viel zu teuer. Dauerhafte Haushaltsgüter, Waschmaschinen etc., extreme Lieferzeiten, viel, viel zu teuer. Ich will nicht jetzt kaufen, das macht keinen Sinn und das dürfte sich dann im Konsum niederschlagen. Wir haben also hohe Preise, gleichzeitig eine wahrscheinlich sich jetzt eintrübende Wirtschaft, weil der Konsument nicht mehr mitspielt, der ja immerhin 70% der US-Wirtschaft ausmacht. Dementsprechend könnten wir da vor einem stagflationären Szenario sehen. Und das sieht ähnlich auch etwa Sven Henrik. Wir haben ja gesehen, dass die Sparquote sehr, sehr hoch war in der Corona-Krise. Leute bekamen Helikoptergeld, aber das ist jetzt alles ausgegeben. Jetzt sind wir wieder auf dem Stand von vor Corona und jetzt sehen die Leute, oh, die Preise gehen immer weiter nach oben. Die Preise steigen viel schneller als meine Löhne. Die Erwartung, dass die Inflation vorbeigeht, die ist irgendwie auch nicht so gerade ausgeprägt. Das ist also praktisch eine Art Stinkefinger für die Fed, die sagen, wir glauben dir nicht mit deiner Transitory Inflation und die Leute haben wahrscheinlich hier in dieser Hinsicht einen guten Riecher, dass dem so ist. Wir sehen, noch haben die Unternehmen in den USA zum Beispiel eine Pricing Power, die außerordentlich hoch ist, die höchste seit Jahrzehnten, eben weil das Sparvolumen der Amerikaner hoch war, aber die ganze Geschichte, die wird jetzt abbauen. Das heißt, die Leute werden nicht mehr so bereit sein, für jeden Preis zu kaufen. Und interessant ist, dass wir eine Art Handelskrieg 2.0 derzeit erleben, nämlich die Amerikaner exportieren Inflation heute, die Exportpreise zum Beispiel mit einem Anstieg von weit über 17% zum Vorjahresmonat. Klar, da haben wir diesen Basiseffekt, aber auch die Monatszahl war viel höher als erwartet. Und interessant ist, dass vor allem China auch in die USA Inflation exportiert. Wir haben einen Preisanstieg von 0,7% jetzt zum Vormonat gesehen. Das ist der höchste Stand seit 2008. Also Handelskrieg 2.0. Ich drücke dir meine Inflation rein, könnte man sagen. Scheint eine Spirale zu sein, die sich da so ein bisschen aufschaukelt. Und all das hängt an diesem Hafen auch, oder was derzeit ein großes Thema ist, dieser Hafen Ningbo. Und da ist einfach die große Frage, warum machen die Chinesen das? Die haben einen einzigen Fall und zack, wird alles dicht gemacht. Ist das die harsche Reaktion, diese Null-Corona-Politik, die man betreibt? Oder ist das, wie manche vermuten, naja, so eine Art Racheakt gegen den Westen, so eine Art China-First-Reaktion? Ist doch euer Problem, wenn ihr bestimmte Teile nicht habt. Wir haben sie, wir Chinesen. Also das ist eine wirklich interessante Frage, was da eigentlich passiert. Ist das eine ganz normale Reaktion, weil eben die
übergeordnete Ideologie der chinesischen Führung so ist, dass man eine Null-Toleranz-Politik hat, sobald also irgendwo ein Fall von Corona auftritt, alles zumachen, alles absperren? Oder ist das politisch gewollt? Große Frage. Jedenfalls sehen wir, dass dann natürlich im Gefolge jetzt solcher Probleme, die sich weiter ausweiten werden. Viele Fabriken in Asien haben geschlossen. Häfen funktionieren nicht mehr richtig. Das heißt, diese ganze Lieferketten-Bottleneck-Story, die wird viel, viel länger dauern. Hapag-Lloyd hat heute gesagt, also diese Probleme mit Transport, das wird weit ins Jahr 2022 mindestens dauern. Und damit müssen sich dann auch die Analysten und Experten verabschieden von der Vorstellung, wow, das ist ja mal ganz kurzfristig, gell? Die letzte Bastion ist die FED, die wird wahrscheinlich in 10 Jahren noch sagen, das ist kurzfristig, gell? So frage ich die Definition, was jetzt einmal kurzfristig ist, für uns so, wir rechnen in Jahrhunderten, gell? Also das ist so ein bisschen die Situation. Jedenfalls sehen wir hier die verschiedenen Umfragen unter Ökonomen und Analysten. Und wir sehen, je weiter es in den August geht, Mai waren die Inflationserwartungen noch beschaulich und jetzt geht es immer weiter nach oben in vielen Bereichen. Also diese Inflation wird dauerhafter sein. Das kommt jetzt so langsam auch in den Köpfen der Ökonomen an. Und wie gesagt, die Aktienmärkte haben überhaupt nicht reagiert. Na, nicht unser Problem, ist nicht unser Thema, aber wir sehen scharfe Reaktionen an den anderen Märkten, Anleihenmärkte, Renditen deutlich gefallen, weil man sich sagt, klar, wenn der amerikanische Konsument nicht mehr mitspielt, dann haben wir eine Abkühlung voraus der Wirtschaft und dann machen steigende Renditen keinen Sinn. Auch der Dollar deutlich schwächer, hatte deutlich verloren nach den Zahlen des Consumer Confidence heute auf der Uni Michigan oder Consumer Sentiment. Aber die Aktienmärkte, die leben auf einem eigenen Stern, gell? Die Realität, die kann so lange ausgeklammert werden, bis sie direkt einem auf den Kopf fällt. Das haben wir schon im Jahr 2020 gesehen, als China im Komplett-Lockdown war und die Aktienmärkte irgendwie noch Party gemacht haben. Jedenfalls sehen wir das. Heute hat mich jemand angeschrieben und gesagt, Mensch, da sind doch viele noch an der Seitenlinie gerade. Die Privatkunden, habe ich gesagt, das mag sein, aber die Profi-Investoren sind es nicht. Wir sehen hier mal Umfrage der Bank of America Merrill Lynch, die sagen, unsere Kunden, und das sind schwer Großkunden, nämlich die verwalten 3,2 Billionen, die sind so stark in Equities, so stark in den Aktienmärkten wie noch nie. Neues Allzeithoch und auch der NAAIM Exposure Index, das ist praktisch die Investitionsquote von amerikanischen Vermögensverwaltern mit 97,55%, jetzt auch nicht gerade total an der Seitenlinie, ne? Sondern schon ziemlich dick drin. Und wir sehen, dass auch andere Märkte reagieren. Wir haben heute gesehen, der Anleihemarkt reagiert, der Devisenmarkt reagiert, der Aktienmarkt sagt sich gut, nicht mein Thema, aber die Junkbonds reagieren auch. Wir sehen, dass eben diese Junkbonds deutlich schlechter laufen als der S&P 500. Hier eine gewisse Divergenz, Canary in the Coal Mine, werden sich da manche fragen. Und viel hängt eben wirklich davon ab, wie die Renditen sind. Daraufhin hat der Makrocharts nochmal hingewiesen, denn große Vermögensverwalter, die orientieren teilweise ihre Entscheidungen, müssen ihre Entscheidungen an solchen Parametern wie eben den Yields, den Renditen, orientieren. Steigen diese Renditen, dann geht man normalerweise raus aus Tech, versucht die Nasdaq zu meiden, versucht andere Bereiche anzusteuern wie Energie, Finanzwerte etc. Und andersrum, das heißt, wenn die Renditen fallen, ist Tech in der Regel gesucht und so weiter und so fort. Also diese andere Rendite, die ist schon ein zentrales Scharnier. Aber kommen wir zu die Aktienmärkte in Europa, meine Damen und Herren, und das ist Party like it is 1999, also als wären wir jetzt im Jahr 1999. Wir haben jetzt, glaube ich, den 10. Handelstag in Folge die europäischen Indizes positiv und wir haben das 10. Mal auch ein neues Allzeithoch gemacht an diesen Märkten, so etwa der Stoxx Europe 600. Also da ist durchaus so langsam A-Party-Stimmung hier in Europa, aber das Interessante ist dabei, meine Damen und Herren, dass, obwohl die Kurse steigen, die Aktien günstiger werden. Wie kommt das? Eben weil die Berichtssaison gut ist und trotz steigender Kurse eben dann das 12 Months Forward Price Earnings Ratio runtergeht, also praktisches Kurs-Gewinn-Verhältnis, ne, auf Deutsch gesagt, ne, immer diese
Fremdworte, ne? Das nervt total. Jedenfalls sehen wir jetzt, da sind wir so bei 17 um und bei. Wir waren im Januar weit über 18, Richtung 19 unterwegs. Und das, obwohl eben der Stock 600 deutlich gestiegen ist. Wenn wir uns da mal dagegen die Amerikaners anschauen, die sind auch ein bisschen günstiger geworden, was das KGV betrifft. Aber deutlich teurer eben. Gut, bei 21, also 17 zu 21 ist das, was sozusagen die Prämie ist für das, was die Amerikaners hier mit ihrem Aktienmarkt veranstalten. Und die Wall Street, die ist sozusagen auf einem Film und sagt sich, okay, there is no alternative, die Fed wird uns sowieso retten, gell, selbst wenn die Wirtschaft irgendwann wieder total abstürzt, das wäre eine super Nachricht für die Aktienmärkte, oder? Dementsprechend brauchen wir überhaupt nicht handeln, aber mal schauen, wie lange das wirklich so gut geht. Normalerweise sind die Verbraucherdaten schon eine gute Frühindikation. Wenn sich da nichts ändert, wenn sozusagen dieser Blues anhält, dann wäre das durchaus eine schlechte Nachricht auch für die Aktienmärkte, denn die Unternehmen würden weniger Geld verdienen, wenn die Leute weniger konsumieren, ist klar. Und dann hätte man vielleicht doch ein Problemchen mit den Bewertungen. Mal gucken. Jetzt jedenfalls wünsche ich ein wunderschönes Wochenende und sage Ihnen Servus und Ciao.